Willkommen. Fokus. Kyrell, schließ die Flüge. Fokusmarke und nutze die Möglichkeit und mache einen Schub nach links. Somit bekommt der Stress. Ja, nur für Kartenszenario. So. Flug, mache ich das gleiche. Flügel zusammen. Wann war das denn? Nee, das hast du separat geschickt bekommen. Zwischen 18 und 20 Uhr. Ich habe ja jetzt nicht mehr geguckt. Was war? Fokus und drauf wieder ein Stück geradeaus. Und Stress dazu. Ja gut, das ist aber mal. So bin ich das Holz und die Doppelstehkappe bekommen. Junge, wir können jetzt nochmal bei mir stehen. Der Umbau ist nicht fertig. Ich versuche eine Zimmerfassung. Muss man machen. Alles klar? Hast du den Flatt-Tabby zu Hause? Vollautomatisch, was du machst, was du willst. Batch. Auch. Kugel zusammen. Ja, genau. Die sagen, wir haben alle 60 schon erledigt.
Fokus und ebenfalls einen Schub nach vorn. So. Dann wird erstmal soweit nichts drin sein. So, die Wedge würde zuerst. Da hat Koska und Hugo hat er nicht, aber Koska wäre ganz knapp in 3. Dann Wedge auf Koska. Zwei Schuss. Eine? Müsst ihr da drin wegwürfeln sonst? Ist dabei. Gut. Dann Luke. Koska. Ebenfalls zwei. Eine? Und jetzt nur Ting. Genau. Auch auf 3. Ja. Ein weniger, weil ich außerhalb bin, durchaus manövriere. Außerhalb deines Feuerwinkels. Fokus. Einen darf ich nur würfeln, weil du Stress bist. Zwei Schilde. Dann auf Koska zurück. Ja, auf Wedge. Ja, du bist gestresst, das heißt, ich darf meinen Mordwürfeln. Dann würde ich den Fokus aus für 2. Ausweichern. Thank you.
Ich nehme eine CR-Fassung auf dich. Luke, öffnet die Flügel. Wedge öffnet auch die Flügel. Und ebenfalls eine Zierfassung. Okay. Dann beginnt Kampfphase. Ich gebe einen Macht aus. Damit darf Luke mit Initiative 7 angreifen. Gut, ich nutze Triple Zero und frage Wedge, ob ich einen Calculate bekomme oder du den Stress nimmst. Ich nehme den Stress. So, Luke greift an. Reichweite 1, 4. Ich nehme die Zielerfassung. Und mit der Macht einer war das, ne? Dann weiche ich aus. Das heißt, einer gibt es. Okay, dann schießt Wedge ebenfalls auf ihn. Auch Reichweite 1. Du hast einen Ausweicher weniger. Das ist nämlich Luftfähigkeit. Das ist nicht wahr. Ich nehme die Zierfassung. Ja, bleibt dann wobei ein. Thing. Okay. Ebenfalls. Reichweite 2. Auch mit Blume. Eine Welt verstärken, kommt einer durch. Dann Boa. Das ist ihre Reichweite 2. Schieß ich
Auf Wedge schreibt man eins. Lobsfähigkeit hat er, nachdem du Verteidiger geworden bist. Ja, aber wenn er nicht, weil ich schieße auf Wedge. Okay. Gut. Schreibt man eins. Ich habe einen Reroll durch Wedge. Und ich habe 1 und gebe meinen Force aus für einen. Oh. Okay. Einer wird gedeckt. Schön durch die Krippe. Ja. Treibstoff weg. Dann schießt Koska auch auf Wedge, auch Reichweite 1. Alles gut. Ja, ne? Nein. Hat er noch einen? Nee, einen hat er noch in versteckter Hülle. Einmal darf er noch. Systemphase. Dann fliegt Koska. Mal sehen, ob es passt. Drei Wochen. Was halten? Das war blau, Stress ist weg. Und als Aktion schmeiß ich meine manipulierte Kraftwaffe. Wir müssen jetzt die beiden mal wegnehmen, damit wir die Dinge können. Beide gleichen weiter an Stress und müssen beide einmal würfeln wegen Crit. Und wenn sie rüberfliegen, nochmal. Richtig, ne? Ja. Ja,
Also ihr habt einen Stress, ihr kriegt noch einen dazu. Fetch. Nichts. So? No. Nur bei Krut. Okay. Das ist ja jetzt doof. Fangen wir mit ihm an. Ein Führer Caton. Das sind zwei Garde aus Weiß. Ne, du bist gestresst. Das sind zwei Garde aus. Und dann kriegst du noch einen Stress dazu und muss nochmal würfeln. Dann mein Bubba. Fliegt aber auch über Band 3. Koste hat nichts in 1. Möchtest du noch irgendwas machen? Luke kann ich. Der Einzige, der schießen könnte, wäre... Okay. Durch die Trümmerwolke. Trifft aber gerade so. Ja, Alpha, der ist 2 Runden. Und auch Manöver triggert nicht, weil ich dich in Heckfahrer wieder habe. Nee, oh, die Bombe geht noch hoch. Die Bombe geht ja noch hoch. Das heißt, alle sind 1. Ober ist raus. Thankerell und Dunst kriegen jeweils einen Crit. Geht in die Schilde rein, ne? Jo. Dann auf Boa. Ich habe Bachelor nicht im Feuerwinkel. Das heißt, Reichweite 1 auf Fame oder auf. Ich nehme erstmal. Luke hat noch einen Force, ne? Ich nehme Luke, Reichweite 1 auf Luke. Ich habe 1, 2, 3 Schiffe, ich möchte 1, 2, 3 Schiffe jetzt machen.
Dann Costa, reicht eine 2 durchs Tor. Auch auf Lukas zu holen. Reicht eine 2 auf Luke. Luke ist gestresst, deshalb habe ich einen Ring. Bringt mir aber nichts. Deshalb eine. Brustgewichen. Systemphase. Oberschmeißt die Mine. Die Frage ist, treffe ich damit? Ich nehme Fang mal weg. Ich möchte sehen, ob ich Luke treffe. Das heißt, Luke, ein Schaden so und zwei Würfel. Ein Schaden so, zwei Würfel? Ja, also plus ein Schaden direkt und dann zwei Würfel und jedes Hit und Crit-Ergebnis was. Und für Kyrell das gleiche? Nein, die Mine trifft nur einen. Okay. Dann fliegt Koska. Dann fliegen deine. Das ist weg. Und ich mache einen Schub nach links. Dann Luke, ich klappe die Flügel wieder ein. Nimmt sich den Fokus. Nee, doch, nimmt sich den Fokus. War jetzt doof, aber habe ich gewicht.
Du, alles gut. Nee, ich hätte es tagelang um die gesehen. Das war jetzt falsch gedacht. Aber ist okay. Ich habe immer gelernt, wenn man nicht ganz genau weiß, im Fokus kannst du nie falsch stehen. Aber das war ein Fehler. Bitch. Ja. Einer von dreien. Jo, dann schießen deine alle nicht. Ich habe nichts zum Beginn der Kampfphase. Du noch was? Nein. Dann schießt mein Bruder zuerst. Einmal nach hinten, Reichweite 3. Und deshalb hätte ich das Target doch nicht so weit. Ich gebe den Fokus an. Jetzt bist du froh, dass du doch den Fokus an hast. Oh, ich habe noch einen Vorschlag gehabt, von daher. Ja. Zwei sind durch, aber das tut. Ja, Koska schießt auch noch nichts. Dann sind wir schon wieder bei den Dials. Mhm. Ein Schub nach rechts. So. Lu? Ja, bitte. Einmal eine Softe 1. Kannst du gleich meinen Bruder aufsetzen. Und einen Schub nach rechts, bitte hinterher. Okay. Dann Boba, machst du mal eine Viererwende? Ja, schießen tun wir nicht. Systemphase mache ich nichts. Ein geradeaus. Das Gute ist, Uwe ist käuflich. Für ein schmales Brötchen macht alles. Fokus. Legt an das Hofte 1. Ich gebe einen Energie aus und repariere eine Schadenskarte. Ober, machst mal setzen, zwei geradeaus in blau.
glaube, schießen tun keiner. Nee. Das ist ja nix. Wird eine Karte abgeschmissen? Ja. Flug. Mhm. Drei geradeaus. Und ich mache einen Schub nach rechts. So. Okay. Flug. Vier geradeaus. Nochmal Energie und Karte abgeschmissen. Dann ein harter Blitz. Hältst du meine Pistole fest? Oh, aber Millimeter dabei. Hast du einen Schwein heute? Auch was. Ja. Nein, das war wirklich. Du hattest vorhin Glück gehabt, dass ich die Fokusmarke nicht hatte. Ja. Das war jetzt reines Glück. Hätte ich den Schub nicht machen können. Das dann schießt. Die andere Karte hat er auch repariert. Ist wieder volle Rumpfpunkte. Dann schießt Boba in 2 auf Luke. Ich gebe die Zielerfassung aus. Das Force aus. Okay. Gib einmal Macht aus. Und dann da Flug. Auch Reichweite 3 durch den Stein. Ich kriege Macht zurück. 2, Reichweite 3 und Astern. 4 Stück. Lass ich so. Okay. Thank you.
das jetzt hier nicht die Gegenschein. Ja. Okay. Kostka. Passiert? Lucky Luke. Lucky Luke. Mach die Flügel auf. Dann schießt dein Luke. Achso, erst noch Beginn der Kampfphase. Ich frage Luke, kriege ich einen Calculate oder nimmst du den Stress? Ich nehme den Stress. Reichweite 1? Ja. 4 Schuss. Ein Macht. 3. Einen darf ich rerollen, weil du Stress bist. 2 durch. Macht kriegt. Stun Pilot, after you execute maneuver, move to over level up, step and suffer one damage. Dann mein Boba in 1, hinten auf Luke. 4 Würfel, 2 Lyros, wenn da in 1 sind. Dann darf Kostka auch in 1. Ja. Auch in 1. Hast ihn abgezogen? Nee. Aber du musst einfach frei. Einen darf ich rerollen, weil du stellst es. Jetzt habe ich aber auch heiße rote Würfel. Noch kannst du drauf. Nein. Hit. Höhenbruch. Fängt auf mich. Nein.
Geht's jetzt weiter? Zimmer zu organisieren, ist ja ein Jugendleiter. Oh, Entschuldigung, das ist in der Wohnzeit aus dem Hotel raus. Die Hotel, aus dem Hotel, der ja raus, ne? Das war ja die Location. Ja, dann ist wieder da. Wir sind in der Kampfphase. Ich war schon in der letzten Minute. Systemphase. Ja. Er tut schon wieder. Der macht das immer wieder, ne? Aber jetzt zieht er da wieder sein Schiff rum. Jetzt wird er wieder rot, jetzt ist ihm das unangenehm wieder. Na, ich werde immer rot, weil wenn du mich ansprichst, so ein schöner Mann mit mir spricht, Danny. Ich bin noch schüchtern, das weißt du doch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Ja. Dann krieg ich Koska. Was möchtest du? Ich habe euch den Zettel am Tisch gelegt. Oh, ich hab's doch gesagt. Ja, danke. Schau mal. Fühlt sich ein Flug aus. Ja, dann wird es jetzt spaßig. Volle Mauer auf die Mine. Ja, dann nehme ich die gleich weg. Mhm. So ein Durch drauf. Ein Hit und zwei Würfel. Achso, Aktion. Fokus und ich versuche es einfach. Ich mach den Schub nach links. Magst du Boba setzen? Eine ja. Harte 1 rum. Und dann spendiere ich mal einen Schub gerade auf. Noch spendiere. Haben wir einen Glück in Boba? Zuerst. Okay. Reichweite 1, 3 Schuss. Da ich in deinem Heckfeuerwinkel bin, geht das hier nicht? Ne? Soweit ich weiß, ne, Völker? Heckfeuerwinkel zählt auch bei Ausnahme drin, ne? Ja, ja. Feuerwinkel, aufgedruckter Feuerwinkel zählt. Ja. Einen darf ich neu würfeln, wenn du Stress bist. Dann würde ich den Fokus aus. Ich kann seine, solange ich einen Angriff würfle, ich nehme ein Auge. Darf
Vorteile bekommen und Action. Mal gucken, ob ich Stress kriege. Dann schieße ich zurück. Wounded Pilot und Stunt Pilot. Reichweite 1. Mhm. Einen darf ich wieder, weil du Stress bist. Das ist echt frech. Das war jetzt das dritte Mal hintereinander, dass ich vier Hits hier würfeln mache. Ein Ausgabe rein. 1, 2, 3. Sehr heiße rote Würfel. Nächste. Also beim nächsten Mal würde ich sagen, doch die anderen sie annehmen. Definitiv. Okay. Aber bei den Grünen bin ich es gewohnt, dass ich da manchmal gut würfel, die letzten Wochen. Bei den Roten ist das heute Premiere. Ich bin darauf mal jetzt ausgegangen, dass du auch mal ein paar Nullrunden ablieferst. Ne? Nur noch ein, das ist jetzt final. Ich gebe nicht auf, ich habe gerade ein bisschen, ich habe sogar meinen Spaß. Es kommt vermutlich nächstes Spiel, dann blenke ich wahrscheinlich nur noch aus. Wie viele Rumpfpunkte hat deiner noch? Ich habe verstärkte Hülle von 5. Das Spiel ist noch offen. Ja, wie geht es aus? Sieht schlecht aus für mich. Ich habe gerade total, also ganz ehrlich jetzt, ich habe gerade richtig heiße Runde Würfel. Ich habe dreimal hintereinander, vier Würfel, vier Hits. Da kann er nichts machen. Sind das halt diese Würfel, die eigentlich gar nicht zugelassen sind, ne? Die selbstgebackenen, ja. Hast du die Blanks? Ja. Die haben gar keine Blanks. Wenn du genau hinguckst, die haben gar keine Blanks. Nee, aber da, was soll er da machen? Oder in zwei Runden 12 Treffer aufnehmen. Da machst du nichts. Dann aber, hat er gerade eben nicht die Wahl gehabt, da musst du über die Mühle sein. Das ist, ich versuch's. Du setzt an. Du hast das Lied vergessen. Weil ich es kann, schmeiß ich die letzte Bombe. Da hast du eine Bombe, die explodiert erst nach. Du musst den einmal hoch, dass ich die unterschreibe. Ja, die erst nach dem Fliegen explodiert, bist du da wahrscheinlich raus. Aber ich dachte, du versuchst das einfach mal. Ich hätte es doch einfach liegen lassen. Ich habe ihn. Fünf Koska. Koska. Koska fliegt ein gerade raus. Kann er auch so gut sehen? So schön. Nimmt sich den Fokus aus jetzt. Halt. Scheiße. Ich habe die Flügel vergessen. Ich wollte die Flügel aufmachen. Ja, dreh. Darf ich? Dieses Mal keine Zielerfassung, einfach auf den guten alten Fokus vertrauen. Einmal eine Habe 2. Wie viel Hülle hat Fane noch? Nein. Dann verzichte ich auf den Schub, dann geht die Bombe hoch, Fane kriegt einen Crit. Dann war's das. Kam nichts mehr. Tut mir ein bisschen leid, die Würfel waren nicht hot. Very hot. Das war alles gut. Alles gut.